Kontrolle. Ja, die Aufnahme ist gestartet. Dann kommen wir jetzt im Rahmen dieses Vorlesungstermins zum zweiten Teil, zum zweiten Kapitel. Auch hier wieder den Disclaimer, denselben Disclaimer, den ich im ersten Kapitel ganz an den Anfang gestellt habe. Wir behandeln hier den Idealfall, der natürlich nicht unbedingt der Realfall ist, leider. Und aber auf der anderen Seite ist dieser Idealfall, den wir hier behandeln, natürlich auch außerhalb von MINT durchaus natürlich vorhanden. Und sonst müssten wir das hier gar nicht machen. Ja, sonst müssten wir das Thema, was wir hier behandeln, ja gar, macht es ja keinen Sinn. Wenn dieser zweite Punkt nicht wäre, würde es ja gar keinen Sinn machen, solche Themen zu behandeln. In einer Lehrveranstaltung, die Pflichtveranstaltung ist auch für Studierende, die kein MINT-Fach haben. So, im idealisierten Selbstverständnis, also auch hier wieder natürlich eher der Idealfall, aber auch in der Praxis, in der wissenschaftlichen Praxis und in der professionellen Praxis. Ja, also professionelle Praxis beispielsweise bei Informatik wäre eben Softwareentwicklung beispielsweise. Professionelle Praxis in Bildungswissenschaften wäre eben Arbeit als Lehrkraft in der Schule beispielsweise. Und nochmal, das ist auch derselbe Disclaimer wie beim ersten Kapitel. Darum geht es nicht. Ja? Es gibt schöne Befruchtungen von Nicht-MINT auf MINT und es gibt schöne Befruchtungen von MINT auf Nicht-MINT und es liegt in der Natur dieser Lehrveranstaltung, dass es eher um die zweite Befruchtung von MINT auf Nicht-MINT geht. So, worum geht es nicht? Das ist auch nochmal Teil des Disclaimers, ein weiterer Disclaimer. Also, wir werden einige wissenschaftliche Theorien betrachten. Wir werden, also ganz kurz nur, wir werden zum Beispiel Evolutionstheorie kurz betrachten, ohne jetzt darin einzusteigen, worum es da eigentlich geht. Ja, das soll nicht das Thema, das soll nicht das Ziel sein, sondern das Ziel soll sein, Evolutionstheorie als ein Objekt zu betrachten, was es heißt, seriös oder nicht seriös zu arbeiten. Wir werden auch andere Themen haben, wie zum Beispiel Alternativmedizin versus Schulmedizin oder auch das Thema Corona, was ja auch ein sehr Thema ist, was Wissenschaft, was Fragen aufwirft, was eigentlich Wissenschaftlichkeit ist. Ja, also ich werde keine Äußerung dazu machen und das ist auch so gemeint, dazu, ob die Evolutionstheorie stimmt oder nicht, ob Schulmedizin oder Alternativmedizin das Richtige ist, ob es den Coronavirus überhaupt gibt und so weiter und so fort, sondern ich nehme diese ganzen Theorien, auch zum Beispiel unumstrittene Theorien wie die Relativitätstheorie. Don't panic, ich werde da nicht einsteigen in die Relativitätstheorie, sondern ich nehme das auch wieder als ein Objekt zur Diskussion der Frage der Wissenschaftlichkeit. Auch wenn es vielleicht manchmal so aussieht, es geht mir nicht darum, Wissenschaftsskepsis zu verbreiten. Ja. Es geht mir nicht darum, jetzt das, was Sie ja im Zusammenhang mit Corona beispielsweise gesehen haben, Skepsis gegen die Wissenschaft allgemein, sondern worum es mir geht, ist wissenschaftsbasierte Skepsis. Also eben nicht haltlose Skepsis gegenüber der Wissenschaft, aber auch nicht haltloser Glauben an die Wissenschaft. Ja. Also weder haltlose Skepsis, dass es den Coronavirus gar nicht gibt, noch haltloser Glauben an die Wissenschaft, dass es den Coronavirus gibt, um das Beispiel herzunehmen. Ja, ist ein bisschen vielleicht schwierig, erstmal zu verdauen, das zu unterscheiden. Ja, wenn ich darüber spreche, ob die Existenz des Coronavirus überhaupt bewiesen ist, dann müssen Sie verstehen, dass ich das nicht anzweifle, dass der Coronavirus bewiesen ist, sondern ich nehme das her, um eben genau diese Punkte wissenschaftsbasierter Skepsis zu unterscheiden von haltloser Skepsis oder haltlosem Glauben. Aber ich denke, es wird dann schon klar werden, was damit dann jeweils gemeint ist. So, noch ein Hinweis, das ist derselbe Hinweis, den wir auch schon beim ersten Kapitel haben.
Auch hier wieder, es ist nicht mehr käuflich erwerblich, sondern es ist inzwischen im Public Domain. Das heißt, können Sie einfach das PDF an dem Link, der in Moodle steht, runterladen, wenn es Sie interessiert. So, fangen wir mal an mit einem ersten Thema. In der Wissenschaft gibt es Autoritäten. Wissenschaftliche Autoritäten, Großkopferter, etwas despektierlich gesagt. Also Leute, deren Meinung, deren Aussagen mehr zählen als die von anderen. Und ich denke, es ist instruktiv, erst einmal am Beginn das Thema seriös arbeiten, sich Klarheit zu verschaffen, wie das Thema Autoritäten sich in den verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen verhält. Da sieht man nämlich dann doch Unterschiede. Ich will das mit einem einfachen Beispiel erstmal machen. Hier lesen Sie vielleicht das ganz kurz. Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Das ist jetzt ein Zitat aus der FAZ Online, schon etwas länger her. Ich hatte seit Sommersemester 2020 habe richte ich die ZDOW aus. Das heißt, es kam gerade durch, als ich den letzten Feinschliff bei den Folien gemacht habe für das Sommersemester 2020. Und da kam mir das gerade passend. So, kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Mit genau diesem Zitat wird etwas beworben. Ich weiß nicht, ob Sie Hannah Arendt kennen. Hannah Arendt ist, würde ich sagen, eine empfehlenswerte, also empfehlenswert, vielleicht, es sind dicke, schwer zu lesende Bücher, die die Frau Arendt geschrieben hat. Aber es ist vielleicht lesenswert, sich mal ein bisschen über sie einzulesen. Eine Zeitzeugin des Zweiten Weltkriegs und der totalitären Diktaturen in Deutschland und in der Sowjetunion und so weiter. Gut. Der eigentliche Satz lautete: Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen bei Kant. Also Kant sagt: Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. So, offensichtlich wird hier mit Autoritäten argumentiert. Einerseits mit der Autorität Hannah Arendt, aber andererseits ist die Autorität, auf die sich auf die sich Hannah Arendt hier bezieht, wiederum Immanuel Kant, wobei sie eben sich auch nicht stützt auf die Autorität von Immanuel Kant, sondern sie zitiert ihn nur. Ja, sie sagt nicht, weil Kant das so gesagt hat, die Autorität Immanuel Kant, den Sie ja zumindest vom Kantplatz hier kennen, nicht an der TU Darmstadt. Aber es lohnt sich auch, Immanuel Kant ein bisschen vielleicht in irgendeiner Weltgeschichte der Philosophie, wo dann auch ein paar Seiten zu Immanuel Kant drinstehen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich ein bisschen kundig zu machen, was in der Kritik der reinen Vernunft steht, mindestens. Vielleicht auch, was in der Kritik der praktischen Vernunft steht, was Immanuel Kant geschrieben hat. Er ist einer der Menschen, die unser heutiges Denken, zumindest in der westlichen Welt, entscheidend geprägt hat. So, gut, das war jetzt nur ein einführendes Beispiel. Der Punkt ist erstmal der, eigentlich von der Logik her gibt es keine Autoritäten. Eigentlich. So, jetzt gibt es aber so Leute wie Albert Einstein. Ne? Der ist doch eigentlich eine Autorität gewesen. Ja, wie passt das zusammen, dass so jemand wie Albert Einstein eine Autorität war? Und ich behaupte jetzt hier, es gibt gar keine Autorität. Und die Antwort ist die, zunächst einmal, man argumentiert in der Physik nicht so nach dem Motto, Einstein hat gesagt, dass das und das passieren wird, wenn man das und das macht. Ja, so wie man anderswo vielleicht argumentieren würde, Immanuel Kant hat eben das und das gesagt. Oder Karl Marx hat beispielsweise, nehme ich den als Beispiel, Karl Marx hat das und das gesagt, Wladimir Lenin hat das und das gesagt, Leo Trotzki hat das und das gesagt und so weiter. Sondern nicht Einstein hat das gesagt, sondern das, was Einstein gesagt hat, das, was Einstein gerechnet hat, letztendlich, die Formeln, die er da, die mathematische Formeln, die er abgeleitet hat,
Das eben seine Beiträge zur speziellen Relativitätstheorie und dann die allgemeine Relativitätstheorie, die Einstein im Wesentlichen alleine geschaffen hat. Vielleicht mit Hilfe seiner Frau, das scheint noch nicht geklärt zu sein. Aber jedenfalls, dass wir die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie heute glauben, liegt nicht daran, dass Einstein das gesagt hat, dass das so ist, sondern dass diese spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie durch unzählige und vor allem auch verschiedenartige Naturbeobachtungen, ja, im astronomischen Bereich, im nanoskopischen Bereich und auch anderswo, ja, mit Hilfe von sehr genauen Zeitmessungen, Atomuhr und so weiter, aber auch durch Experimente, also nicht nur in der Natur, sondern auch im Labor. Und es hat nie irgendeine Naturbeobachtung gegeben und nie ein Experiment gegeben, die der Relativitätstheorie widersprochen hätte, sodass man also sagen kann, das ist der Grund dafür, warum wir an die Relativitätstheorie glauben. Nicht, dass es die Autorität Einstein gibt, die das gesagt hat. Ja, im Gegensatz eben zum Beispiel Karl Marx hat gesagt. Der Punkt ist einfach der, Einstein kann ja viel sagen, wenn der Tag lang ist. Er hat zum Beispiel auch gesagt, Gott würfelt nicht, also dass es keinen echten Zufall in der Natur gibt, sondern dass sich alles irgendwie doch, wenn man nur genau hinschaut, deterministisch erklären lässt. Dem folgt die moderne Physik, soweit ich weiß, nicht. Was wiederum zeigt, dass eben Einstein nicht in dem Sinne eine Autorität ist wie Karl Marx im Marxismus, sondern was immer Einstein sagt, es wird erst dann geglaubt, wenn es penibel überprüft wurde. Ich habe jetzt geschrieben, wie Behauptungen von Einstein, wie die eines genauso geprüft werden wie die eines Ochsen, weil ich da an ein altes lateinisches Sprichwort gedacht habe. Quod licet Jovi, non licet bovi. Non, eigentlich ist das Sprichwort. Was dem Jupiter, Jovi, erlaubt ist, ist dem Ochsen noch lange nicht erlaubt. Ein altes lateinisches Sprichwort. Und was ich dann eben entsprechend abgewandelt habe, was dem Jupiter erlaubt ist, ist genauso gut dem Ochsen erlaubt. In diesem Fall trifft das wohl zu. Daher kommt diese komische Sache, dass ich hier den Ochsen verwende, eben durch Rekurs auf dieses alte römische Sprichwort. Aber irgendwie Autoritätscharakter hatte der Einstein doch auch, oder? Und der Punkt ist der, und das ist jetzt meine individuelle Antwort, aber ich denke, dass sie richtig ist, dass sie die Sache treffend beschreibt. Also es ist keine rein subjektive Antwort, sondern sie hat schon den Anspruch, richtig zu sein. Wenn der Ochse, um bei dem Sprichwort zu bleiben, irgendeine Behauptung aufstellt, dann wird die Physik nicht hergehen und einen riesengroßen Teilchenbeschleuniger für 3 Milliarden Dollar da aufbauen, um diese Theorie zu überprüfen. Aber wenn Einstein sowas sagt, dann wird das vielleicht schon passieren, dass da viel Geld in die Hand genommen wird, um die Aussagen zu überprüfen. Ja. Beliebig teuer fast. Aber egal, wenn man sich dafür entschieden hat, eine Theorie auf Herz und Nieren zu prüfen, egal ob von Einstein oder von jemandem anders, egal ob von Jupiter oder vom Ochsen, dann ist die Überprüfung doch dieselbe. Egal wessen Behauptung. Und Sie dürfen auch dabei nicht vergessen, Einstein war zu Anfang, als er seine 4 Beiträge zur speziellen Relativitätstheorie veröffentlicht hat, war er noch keine Autorität, sondern er war nicht mal im Wissenschaftsbetrieb drin, sondern er war nur in Bern, nicht? Im Patentamt hatte er eine Rolle, die diese Bezeichnung trug. Technischer Experte zweiter Klasse, was immer das jetzt nun genau heißen mag. Technischer Experte zweiter Klasse. So, jetzt finden Sie aber überall im MINT-Bereich Sachen, die benannt sind nach irgendwelchen Leuten. Zum Beispiel in der Mathematik finden Sie den Satz von Gauss oder die Fibonacci-Zahlen. In der Informatik finden Sie den Algorithmus von Dijkstra. Sie finden die Darwin'sche Evolutionstheorie, die Einsteinsche Relativitätstheorie und so weiter.
Also irgendwo kommen da doch die Autoritäten wieder sozusagen aus der Versenkung hervor. Aber nicht wirklich. Der eine Grund ist der, dass das nicht wirklich Autorität ausdrückt. Gauss hat diesen Satz formuliert, also ist dieser Satz richtig, sondern es ist einfach nur zur Ehre. Dieser Satz ist von Gauss bewiesen worden, also nennen wir ihn den Satz von Gauss, beziehungsweise einfache, einprägsame Namen. Zum Beispiel fällt mir da ein, in der Mathematik gibt es den Satz über die majorisierte Konvergenz oder auch kurz den Satz von Lebesgue, einem französischen Mathematiker. Also ein einprägsamen, einfacher Namen, indem man einfach den Schöpfer dieses Satzes, demjenigen, der diesen Satz mathematisch bewiesen hat, dem die Ehre gibt und einfach von Satz von Lebesgue spricht, statt Satz über die majorisierte Konvergenz immer zu schreiben. Diese etwas sperrige Formulierung. Und diese Vereinfachung ist aber durchaus auch manchmal so, dass sie dann nicht alle Mitschöpfer zu Ehren kommen lässt. Da ist der Satz von Gauss ein Beispiel dafür. Es hat sich eingebürgert, vom Satz von Gauss zu sprechen. Aber eigentlich müsste man etwas sperriger vom Satz von Gauss aus Tucholsky sprechen. Ja, also Sie sehen, die Einfachheit war da schon wichtig, dass man da einfach den Satz von Gauss, einfach Satz von Gauss sagt und fertig. In Informatik gibt es dazu ein schönes Beispiel. Da finden Sie einen Drei-Inder-Algorithmus. Warum? Weil das drei Wissenschaftler waren, drei indische Wissenschaftler, die diesen Algorithmus gefunden haben, deren Namen sich zumindest für Nicht-Inder sehr, sehr schwierig zu merken oder auch auszusprechen ist. Ja, also, dass wir hier einen Satz von Gauss haben, einen Algorithmus von Dijkstra, einen Satz von Lebesgue und so weiter haben, ist jetzt nicht wirklich Ausdruck von Autorität dieser Persönlichkeiten, sondern einfach nur, man gibt den Leuten die Ehre damit und so wie man Straßen nach Personen benennt, nicht? Mozartstraße, Beethovenstraße oder so etwas. Und man hat bei der Gelegenheit dann noch einen einfacheren Namen für die Sache. So, ich will das jetzt mal auch umdrehen. Etwas, was sehr viel mit der Schule zu tun hat. Und dann sind wir auch schon gleich fertig, wenn wir diese Folie fertig haben. Es gibt ja viele, viele, viele neue Lehr- und Lernformen in der Schule nicht. Also in den 70er Jahren gab es zum Beispiel das Experiment flächendeckend in ganz Deutschland, ohne große Feldpilotversuche vorneweg, gleich flächendeckend eingeführt. Mengenlehre als Kerninhalt von Mathematikunterricht in Schulklasse 1. Das heißt also, man schiebt das Zählen und die Zahlen und Addieren und so weiter nach hinten und fängt erstmal an mit irgendwelchen verschiedene Formen mit verschiedenen Farben und damit so ein bisschen elementare Mengenlehre zu machen. Das hat man dann nach wenigen Jahren wieder eingestellt, weil die Ergebnisse vorsichtig formuliert waren, nicht so wie erwartet waren, sondern leider deutlich, deutlich in die andere Richtung gegangen sind. Sie haben nichts verbessert, sie haben eher verschlechtert. Ist man wieder zurückgegangen zum klassischen Stil mit Zahlen 1, 2, 3, 4 und so weiter, addieren, kleines 1x1 und so weiter, und gleich das an den Anfang zu setzen. Oder im Deutschunterricht, Ganzheitsmethode oder jetzt gerade Schreiben nach Gehör, offenbar ohne in den Curricula dann noch Platz zu lassen für den Übergang von Schreiben nach Gehör auf Schreiben nach Duden. Ja? In der einen Klassenstufe wird noch nach Gehör geschrieben und in der nächsten Klassenstufe in der weiterführenden Schule wird erwartet, dass nach Duden geschrieben wird, was natürlich nicht zusammenpasst. Ja? Also Sie sehen schon sehr vieles da kritisch zu sehen. Und das sind nur ein paar Beispiele dafür, dass häufig großflächig Sachen eingeführt werden, ohne dass man vorher empirisch erforscht, ob das überhaupt so
die Erwartungen erfüllt oder ob es nicht sogar im Gegenteil sogar eine Verschlechterung führt. Und von einer nennenswert empirischen Forschung nach Einführung kann man auch nicht immer reden, sondern aufgrund der Erfahrung, dass irgendwann anfangen, die Eltern sich zu beschweren oder die Lehrkräfte sich zu beschweren und die Medien das aufgreifen und so weiter, macht man das wieder rückgängig. Das sind stattdessen eben keine seriösen, empirisch fundierten Entscheidungen, sondern eher politische Entscheidungen auf der Basis, welche Bildungsforscher sind hoch angesehen und haben das Ohr der Bildungspolitik und eben Autoritäten. Ja. Solche Sachen werden leider sehr häufig nach Autoritäten entschieden, dass irgendwelche Leute sagen, so muss man das machen und die Politik folgt dem dann, dass man das so machen muss. Ja. Das ist leider häufig Realität in der Bildungspolitik, leider auch in anderen Zweigen der Politik, aber eben auch in der Bildungspolitik, sodass immer wieder Sachen zustande kommen, die entweder dann nach ein paar Jahren zurückgenommen werden. Ja, G8 zum Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von Ihnen von G8 betroffen waren. Oder dass sie nicht zurückgenommen werden, wie zum Beispiel Ganztagsschule ohne entsprechende Ressourcen für den Nachmittagsunterricht, und solche Sachen, die dann eben auf Dauer vor sich hin dümpeln, obwohl niemand damit glücklich ist. So, dann sind wir an dieser Stelle eigentlich an einer guten Zäsur. Dann möchte ich an dieser Stelle auch die Aufzeichnung beenden und wir machen dann mit dem nächsten Folie, mit Folie 11, dann beim nächsten Mal weiter. So, die Aufzeichnung ist beendet.